Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch Lo-Fi vor. Lo-Fi ist noch kein fertiges Game, sondern befindet sich momentan in einer ganz frühen Early Alpha. Ist eine Kickstarter-Kampagne gewesen, die ich auch unterstützt habe und ist von dem Entwickler, der auch Technolust produziert hat. Und Technolust war ja auch ein Cyberpunk-Game und Lo-Fi geht jetzt in die gleiche Schiene. Und ich mag diese Cyberpunk-VR-Games, also so à la Blade Runner. Ist ein richtig geiler Style, finde ich. Auch jetzt hier diese Demo, die wir uns gleich mal anschauen, ist richtig geil, finde ich. Also vom Look her. Vom Spiel her kann man jetzt noch nicht so viel sagen. Das ist noch so ein bisschen, ja, Überraschungstüte, sage ich mal. Da muss man noch abwarten, in welche Richtung das Ganze geht. Von der Story her, wir sind ein Lo-Fi-Polizist. Und Lo-Fis nennt man wohl die Leute, die sich nicht mit der Plattform verbinden können. Und die Plattform ist eine virtuelle Realität, wo die meisten Leute jetzt wohl drin leben. Und wir sind halt ein Polizist, der jetzt einen Bezirk geerbt hat von einem Sheriff, der ja umgebracht wurde. Und ja, wir sorgen jetzt für Zucht und Ordnung da in diesem Bezirk. Wie das Ganze dann aufgebaut ist, was man machen kann und so weiter, das müssen wir echt nur abwarten. Man soll viele Kriminalitätsrätsel lösen können, man soll ja in Casinos gehen können und also man muss da wohl viele Möglichkeiten im fertigen Spiel haben. Momentan hat man das noch nicht. Mehr so, wie ich schon sagte, so eine Demo, so ein Lookaround, sage ich mal. Aber das, was man sehen kann, sieht schon echt sehr gut aus, gefällt mir. Aber das gucken wir uns gleich auf jeden Fall mal an. Ich werde am Ende des Videos auch jetzt kein Fazit machen, weil das wäre für so eine ganz frühe Early Alpha, wäre das einfach ja zu früh und auch unfair den Entwicklern gegenüber. Von daher gucken wir uns lieber Schritt für Schritt an, in welche Richtung das Spiel geht. Also immer wenn ein cooles Update rauskommt, werde ich das gerne auf meinem Kanal hier zeigen, wie bei Iragon auch. Und schauen wir uns mal an, in welche Richtung das Game dann geht. Und ja, ihr könnt es trotzdem auch noch unterstützen, könnt auch direkten Zugang zum Spiel bekommen. Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar, ja, jetzt sind wir noch auf der Kickstarter-Seite. Und ja, hier ist die Kamera. Und 60.000 wollten die Entwickler sammeln und haben jetzt im Endeffekt 108.000 kanadische Dollar eingesammelt. Also nicht schlecht. Also Hut ab. Das muss man erstmal schaffen. Aber ist halt sehr gut umgesetzt worden, diese Kickstarter-Kampagne, finde ich. Also die haben super viele Videos reingesetzt, Fotos. Und man konnte sich halt schon angucken, in welche Richtung das Ganze dann geht. Und ja, der Entwickler ist jetzt auch kein Unbekannter, ne? Mit Technolust hat er sich ja auch einen Namen gemacht. Zu dem Punkt muss man natürlich sagen, Technolust war zur ganz frühen Anfangszeit von VR und zu dem Zeitpunkt war das echt gut, fand ich auf jeden Fall. So, gehen wir mal auf die Indiegogo-Seite und dann könnt ihr euch direkt anschauen, dass ihr das auch jetzt direkt noch unterstützen könnt. Also ihr könnt es einmal unterstützen und pre-ordern oder ihr zahlt halt ein bisschen mehr drauf und habt dann direkten Zugriff zu dem, was ich jetzt auch zeige. Das muss man halt entscheiden, ob man das gerne hat oder nicht. Ja, ist halt so eine Sache. Wenn man an das Spiel glaubt oder denkt, okay, das kann echt was Geiles werden. Und Leute, wir sind mit VR so klein, also auch die Entwickler haben echt Probleme, ja, Finanzierungen auf die Beine zu stellen. Und ja, wenn wir an so ein Entwicklerteam glauben, dann können wir das auch gerne unterstützen. Ja, einmal über Kickstarter oder jetzt über Indiegogo. Und ich glaube da echt dran, dass das was werden kann. Von daher habe ich das auch direkt unterstützt. Ich glaube sogar am ersten oder zweiten Tag. Ja, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Aber Leute, alle, die VR-Fans sind, unterstützt solche coolen Projekte, denn so kriegen wir eventuell irgendwann auch mal AAA-Games, nicht nur von Oculus, sondern auch von anderen Entwicklerstudios. Ja, das nur zu dem Thema mal. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, Leute, willkommen im Menü und wie ihr hört, hier geht schon eine Party ab. Und wir haben eine nette Tänzerin hier. So muss das sein. Aber der Look hier, der gefällt mir echt total gut. Da sitzt ein kaputter Roboter. Zu viel getanzt. Ja, schauen wir uns mal kurz die Options an. Also Grafik ist noch ausgeblendet, kann man noch nichts machen.
Hier können wir unseren Bewegungstyp einstellen. Ich bleibe jetzt hier bei Smooth und Kopfbewegung. Snap-Turn mit 45 Grad. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dieser Vignettenmodus an ist oder nicht. Okay. Müssen wir gleich mal schauen. Ja, mehr gibt es auch eigentlich nicht zu sagen. Wir haben jetzt einen Freeplay-Modus, wo wir ein bisschen fliegen können. Und dann den Story-Modus. Wir gehen jetzt zuerst ins Freeplay rein. Und dann werdet ihr auch sehen, warum ich sitze. Tschüss, Kleine. So, ja, wir sitzen jetzt hier, weil wir in unserem Flieger sind. Sieht auch schon richtig stark aus. Ach, guckt euch das mal an, ey. Die Controller vibrieren wie bescheuert. Ha, hier können wir sogar Lichter anmachen. Sirene? Hört Spaß an wie die Sirene von Ghostbusters, aber nicht so krass. Unser HUD, okay. Ah, da werden uns Punkte angezeigt. Ne, wir wollen nicht docken. Wir wollen jetzt mal fliegen. Lass uns mal zu dem Punkt da hinten fliegen. Das macht man alles mit den Thumbsticks und den Triggern. Also linker Trigger ist rückwärts, rechter Trigger ist vorwärts fliegen. Rechter Thumbstick hoch und runter. Ja, ist schon gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Also Motion Sickness anfällig darf man hier nicht sein. Gucken, wie hoch wir fliegen können. Wir wollen hoch hinaus. Boost. Jawoll. Dass uns direkt schlecht wird. Gucken, ob wir die Stadt von oben schön betrachten können. Wir kippen mal zur Seite so ein bisschen. Wow. Okay. Boah, das ist echt ein krasses Feeling. Boah, da dreht sich direkt bei mir im Kopf, ne? Ja, hier kann man wahrscheinlich so seine Kreise drehen und gucken, wo was passiert. Hier haben wir ja unsere Karte vor uns. Na, da wird ja wahrscheinlich dann ein Casino sein da hinten, wo dieses Glas zu sehen ist. Oh, das da oben schauen wir uns mal an. Ja, sollte uns nicht passieren. Ist eine Kinotafel? Oh, das sieht interessant aus. Ein Hologramm, ein Riesenhologramm. China-Restaurant. Was passiert, wenn wir durchfliegen? Nix, okay. So, das sind unsere Dockpunkte auf jeden Fall, diese Rechtecke. Warum ist da die Beleuchtung so krass? Egal, versuchen wir mal hier anzudocken. Oder kommen wir von da? Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ist egal. Ne, von hier aus kommen wir sogar. Okay, nächste Dockmöglichkeit nehmen wir uns auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Spaß hier, so um die Häuser zu fliegen. Und geht auch relativ gut von der Hand, muss ich sagen. Ab und zu wird mir ein bisschen schwummrig. Ansonsten vollkommen in Ordnung. Jetzt können wir docken. Docking-Modus aktiviert. Hier wird wahrscheinlich auch dann immer gespeichert.
Sieht schon cool aus. Wäre natürlich noch cool, wenn man das hier wirklich mit den Händen bewegen kann, aber vielleicht kommt das noch. Denke ich mal schon, das gehört dazu. So, jetzt sind wir hier aus unserem Fluggefährt raus. Unsere kleine Drohne scheinbar. Boah, diese Lichteffekte, wie das von oben so reinscheint, sieht echt cool aus. Schaut euch das mal an. Oh, da hinten ist jemand. Wir sagen mal Hallo. Also Licht- und Schatteneffekte gefallen mir hier richtig gut. Diese Neonbeleuchtungen und Reklamen kommen hier richtig gut zur Geltung. Ah, wir haben eine Taschenlampe. Aber wir können noch nicht hier interagieren mit den Sachen, ne. Okay, unsere Waffe. China-Restaurant, ja. Kommt bestimmt mal ein paar Nudeln, oder? Aber hier ist keiner. Ja. Der Teller hat schon mal bessere Zeiten gesehen. Oh, hier ist ein Roboter. Da stand hinten Police drauf. Hier geht es auch nicht weiter. Aber wie ihr seht, das sieht schon echt fantastisch aus. Und wenn es so eine riesen offene Welt ist, wo wir dann halt überall landen können und Sachen erkunden können, was will man mehr? Und dann noch eine coole Story. Ich finde, hier in dieser Straße zeigt das Spiel auf jeden Fall Licht- und Schatteneffekte. Man kann hier nirgendwo rein, ne? Nee. Also erster Eindruck ist schon mal verdammt gut. Also jetzt nur vom Look her, ne? Vom Spiel kann man ja jetzt überhaupt nicht sagen. Also ich bewerte jetzt momentan gerade nur den Look. Denn die Soundeffekte sind genial. Ja, ich würde sagen, das war der Freeplay-Modus erstmal. Und jetzt gucken wir uns mal kurz den Story-Modus an. So, hier sind wir im Story-Modus. Und hier fliegt man jetzt erstmal im Autopiloten durch die Stadt. Können wir uns einfach mal ein bisschen anschauen. Wir brauchen aber definitiv Licht. Das HUD wäre nicht schlecht. Naja, genießen wir mal ohne HUD. Hab ich gar nicht gesehen. Hier haben wir noch einen Musikplayer. Wie geil ist das denn? Haben wir ja Next Titel. Sehr geil. Die Scheiben sind auch nicht mehr die besten, wie man sieht. Viele Kratzer. Ach, da ist er wieder. Polizeirevier. Okay, scheinbar. Ne, fliegen wir doch vorbei. Ich dachte, wir landen da. Machen wir mal kurz Pause hier. Boah, da wird mich schon so ein bisschen, wenn der so zur Seite kippt. Aber eigentlich cooles Feeling. Es zeigt, wie geil VR eigentlich ist. In Wirklichkeit wäre es ja auch so, wenn wir in irgendeinem Raumschiff sitzen und das kippt auf einmal zur Seite. Es hatte doch eine Schleife zum Polizeirevier gedreht.
Metacorp. Polizeirevier. Okay, hier sind wir in der Polizeistation. Ja, hier haben wir so einen Modus, wenn wir uns an die Seite klicken, haben wir so einen HUD drin und können dann immer sehen, wenn irgendwo was ist. Ich weiß nicht, ob das dann immer eine KI anzeigt, diese Vierecke. Vermute ich jetzt mal. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch seht, aber hier in diesem Level habe ich jetzt so eine Art, ja, Filmkorn. Das sagt mir jetzt nicht wirklich zu, aber wird mit Sicherheit dann auch im richtigen Spiel abschaltbar sein. Ja, so ein richtiger Filmkorn, wie man das so kennt. Muss ich nachher in meine Aufnahme schauen, ob ihr das dann auch seht. Aber es gibt es in so vielen Spielen und das ist immer an- und abschaltbar. Ah, da ist ein Kollege. Kollege, wie sieht's aus? Du bist der Deputy. Reporting for duty. Options? Okay, der will nicht. Okay, geht nicht. Haben wir hier irgendwelche Interaktionsmöglichkeiten? Nee. Ah, das ist ein ganz neuer mit einer GTX 2080 Ti. Perfektes Gerät für VR. Oh, da kommt unsere Drohne raus. Gehen wir mal hier rein. Schauen wir mal hier. Oh, Leichenhalle. Leichenhalle, okay. Ich hab Angst. Aber zum Glück haben wir hier kein Horrorspiel. Ready. Nee, momentan ist noch überhaupt nichts berührbar. Interagierbar, sage ich mal. Hier haben wir die Leichen. Okay, die Texturen könnten jetzt besser sein. Bleib schön liegen. Ja, Herr Doktor, dann nehmen wir uns mal hier die Taschenlampe. Nee, okay, das geht nicht. Gehen wir mal wieder raus. Ja, ich komme ja schon. Hier werden uns ja immer auch Wege angezeigt, was wir uns so anschauen können. Das ist die Lounge. Oh, hier haben wir einen kleinen... Kann man hier spielen? Leider noch nicht, okay. Aber das wird mit Sicherheit auch noch möglich sein. Der Quartiermeister! Hallo! Ja, das sind mit Sicherheit immer KIs, die uns angezeigt werden. Aber hier können wir uns auch nichts holen. Vielleicht können wir hier irgendwann hier Waffen und sowas holen. Was haben wir hier? Sheriff's Office. Also es ist jetzt unser Raum. Weil scheinbar der alte Sheriff hier auch umgebracht wurde. Also ich hoffe wirklich, dass im fertigen Spiel, dass man hier mit dem Computer interagieren kann und so weiter, mit den Robotern, die hier rumlaufen. Oh! Okay. Das wird der alte Sheriff sein, oder? Black Hawk. Ja, Junge. Du siehst echt K.O. aus. Ja, und hier wird man dann wahrscheinlich Untersuchungen machen können und so weiter, um das Ganze hier aufzuklären. Okay. Okay, geht's nicht mehr weiter? Hier auch nicht. Okay, gehen wir mal weiter. Also dieser Look, dieser Modus ist auch cool. Erinnert mich so ein bisschen an Lone Echo, wo man die Taschenlampe hier irgendwie anmachen kann. Und Visier.
Okay, gehen wir mal weiter. Der lange Gang. Hier mal ein Schatten von uns. Ah, ich wollte gerade sagen, die Drohne, die kam doch gerade das Licht von der. Was haben wir hier? Evidenz, Untersuchungsraum? Beweise? Okay, wieder eine Leiche. Okay, sieht aus wie eine Zelle. Vielleicht können wir hier irgendwann Leute festnehmen und reinstecken. Lockers. Ah, unsere Spinde. Wahrscheinlich. Umkleide. Cool. Hier kann man uns verstecken vor dem bösen Alien. hier ist die neuartige Dusche. Ja? Das ist der Binford 2000. Er hat richtig Power. Zieht einem auch die Haare vom Kopf. Ne? Habe ich schon benutzt, wie ihr seht. Ja, also das mit dem Filmkorn ist echt Geschmackssache, muss ich sagen. Range. Ah. Shooting Range. Officer. Deputy. Okay, hier haben wir wieder nichts. Kann man das Radio denn einschalten? Radio, Secret Sign, Cat Mouse. Okay. Der macht da irgendwas, oder? Keine Ahnung. Okay. Ich würde sagen. Immer auf die leuchtenden Flächen. Genauigkeit 62,5%. Ah, da schaffen wir aber mehr, oder? Erzielen finde ich noch sehr schwierig, weil... Hier mit Laserstrahl sieht man dann auf einmal nicht mehr, auf welchem Punkt man ist. Und Kimme Korn ist jetzt... ist verbesserungswürdig. So, jetzt noch einmal nur mit Kimme Korn. In die Eier. Ins Herz. Und Kopfschuss. Ach, nochmal. 50. Ah. Kann man den denn auch hier? Wenn wir genau auf die KI schießen, vielleicht. Komm. Da wird man vielleicht irgendwann sehen, wie verwundbar die sind. Ja, ich glaube, das war's jetzt schon hier, ne? Ja, Leute, das war eine kleine Einführung in Lo-Fi. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und ja, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Weil ich will ja unbedingt die 1000 erreichen, so langsam, dass ich mal ein paar Sachen freischalten kann, die sonst ja eigentlich sehr sinnvoll sind zu benutzen, wie Community-Chats und mit dem Handy streamen und so weiter. Also, dass ich das mal freischalten kann, das wäre echt nice. Also, Abo-Button drücken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.